je mehr ich damit mache, desto mehr passiert auch in der Musik. Also ich habe so ein bisschen körperliche Aktivität, nur ein bisschen Musik. Und erst wenn ich richtig Vollgas gebe, dann ist alles da in der Musik. Man identifiziert sich dann viel stärker mit der Musik emotional. Und es hat eine ganze Reihe von positiven Effekten. Wir beobachten, dass man sehr schnell, und zwar innerhalb von 10 Minuten, ein Stimmungshoch hat, wie ein Athlet, der für ein halbes Jahr trainiert hat und dann für eine halbe Stunde gerannt ist und das oft als so Runner's High beschrieben wird. Ich bin Tom Fritz, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Und meine Erfindung Jimin hilft Menschen, an ihre persönlichen Höchstleistungsgrenzen zu kommen. Als Jugendlicher habe ich schon in verschiedenen Bands und so gespielt. Ich habe relativ früh gespürt, dass da ein ganz schöner Kick durch möglich ist, durch das Musizieren, den man so ohne weiteres durch nichts anderes erfährt. Während meines Biologiestudiums hatte ich damals angefangen, Musik zu machen mit Freunden. Das war dann auch wirklich ganz unterhaltsam, so unterhaltsam, dass wir einen Job draus gemacht haben und das dann auf so Techno-Festivals gemacht hatten, auch manchmal ganze Nächte lang. Was mich damals sehr berührt hat, war, dass das Publikum wahnsinnig sensibel auf die Musik reagiert hat. Ja? Also ich konnte wirklich beobachten, während ich an den Knöpfen meines Mischpults drehte, wie sich auch die Stimmung verändert hat. Wie wirkt deine Lieblingsmusik auf dich? Schreib's in die Kommentare. Diese Erfahrung auf den Partys, wo wir Musik gemacht haben, waren auch letztendlich ausschlaggebend dafür, dass ich mich wirklich dafür interessiert habe, die Kraft der Musik therapeutisch zu nutzen und zunächst eine Diplomarbeit über die Wirkung von Musik im Gehirn und entlang unserer Hörbahn zu machen und dann auch später eine Doktorarbeit in dem Bereich. Ich konnte damals mit Menschen Studien machen, die Musik als Tool benutzen, um systematisch Euphorie zu erreichen, nämlich mit den Mafa in Nordkamerun. Und das war was, das hat mich außerordentlich beeindruckt. Als ich dort ankam, wollte aber erstmal niemand mit mir zusammenarbeiten. Dann über meine Teilnahme an deren Musikritualen, also insbesondere mit diesem Mafa-Flötenspiel, da kam ich plötzlich viel, viel tiefer rein in diese Gesellschaft. Und die Leute haben mich dann dort akzeptiert, sage ich mal, als so ein harmloser Nerd. Das hier? Die Mafa-Flöten, die haben mich auch mit zu Jimin inspiriert. Die sind auch ganz schön schwierig zu spielen. Auch wirklich so die körperliche Kraft, die man dazu aufwenden muss. Ja. Ohne die Noten kann ich jetzt nicht genau sagen, was die für Rhythmen auf dieser jetzt spielen. Aber das ist dann vielleicht sowas. Man merkt, das ist schon ganz schön krass. Das spielen die dann auch ziemlich lange, also manchmal auch stundenlang. Das erste Mal, wo ich jetzt mit denen Flöte gespielt habe, dachte ich, ich kipp gleich um. Ja, weil diese kontrollierte Hyperventilation, die die machen, das muss auch schon ein bisschen geübt werden. Es war dann aber auch wirklich sehr erfahrbar, wie systematisch die Teilnehmer das nutzen, um auch so euphorisierte Zustände zu erreichen. Also was man hier so als musikalische Trance versteht. Für mich war so der Tenor, Moment mal, dieser Aspekt der körperlichen Verausgabung, der spielt möglicherweise bei dem Erlebnis von Musik eine viel, viel wichtigere Rolle, also auch beim Musikmachen,
als man das hier üblicherweise so in unserem westlichen Kulturkreis versteht. Dort muss man wirklich was tun, also körperliche Kraft investieren, damit es dann auch dementsprechend klingt. Und das ist was, das, davon habe ich mir auch ein bisschen was abgeschaut. Als ich von den Marfa zurückkam, war eine ganz interessante Situation. Ich hatte nämlich so ein Kunst- und Wissenschaftsprojekt gehabt. Und ich hatte dann so die Vision, wir müssen unbedingt erfassen, wie sehr sich die Leute verausgaben. Und das müssen wir auf die Musik mappen. Und wir machen das alles mit Kraftgeräten, wo wir ganz genau erfassen können, wie sehr sich die Leute verausgaben. Also wir lassen die Leute mit den Kraftgeräten die Musik anspielen. Ich habe hier so einen Sensor und je mehr ich damit mache, desto mehr passiert auch in der Musik. Also ich habe so ein bisschen körperliche Aktivität, nur ein bisschen Musik. Muss also schon ein bisschen mehr Gas geben, damit ein bisschen mehr kommt. Hier kommen dann schon so ein paar Instrumente dazu. Also hier sieht man, der Pfeil geht auch dermaßen nach oben, der Balken. Und erst wenn ich richtig Vollgas gebe, dann ist alles da in der Musik. Und wenn ich mich beim Sport dann verausgabt habe und langsamer wieder machen muss, da kommt die Musik mit mir runter. Und ich weiß also da, wo der Beat voll da war und mich so gut gefühlt habe, wo es so anstrengend war, da nochmal hinzugehen, muss ich genau das hier machen. Und man fängt an, sich emotional total stark mit der Musik zu identifizieren. Und das macht plötzlich dieses Erlebnis zu was ganz Positivem, Leidenschaftlichen. Und da wissen wir aus der Forschung, dass das eben auch hinsichtlich der motorischen Kontrolle, wie wir unsere Muskeln ansteuern, besonders vorteilhaft ist. Also anfangs, bevor wir so mit auch Geräteherstellern zusammengearbeitet haben, da haben wir dann auch alle möglichen Sachen selber gebaut, ja. Also beispielsweise den Sensor, den hatten wir damals in meiner Arbeitsgruppe entwickelt, weil wir jetzt damals nichts gefunden haben, was wir direkt an so Seilzugmaschinen ranmachen können. Heutzutage sind wir ganz froh, dass wir unsere Technologie in bereits existierende Sensorsysteme auch integrieren können. Bei Jimin erfasst ein Sensor die Bewegungsintensität. Bei früheren Entwicklungsphasen wurden die Sensoren außen an den Geräten angebracht. Heute sind sie direkt in den Fitnessgeräten verbaut. Der Sensor sendet die Daten an einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone. Dort passt eine App die Musik an die Intensität der Bewegung an. Ist die Bewegung schneller, kommen mehr Instrumente hinzu. Jimin kann mit unterschiedlichsten Fitnessgeräten kombiniert oder für Ausdauersport genutzt werden. Leipzig war damals wirklich noch, ja, da gab es viele Ecken, wo man den Eindruck hatte, hier gehört nicht jeder Quadratzentimeter schon seit Generationen irgendwem. Und hier konnten sich Leute mit ihren verrückten Ideen irgendwo auch entwickeln und entfalten. Und es gab Räume dafür und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Welche kreativen Räume gibt es in deiner Umgebung? Erzähl uns davon in den Kommentaren. Nach so einer Trennung mit einer früheren Freundin bin ich so 200 Meter umgezogen an der Karl-Liebknecht-Straße direkt unter die Löffel-Familie in so ein ziemlich heruntergekommenes, so ein Industriebau. Und hier war meine Eingangstür zur Werkstatt. Hier und heutzutage wächst hier ein kleiner Baum drin und das Dach ist an der Stelle eingestürzt. Und es ging noch nebendran zu so einem Raum, der mittlerweile schon gar nicht mehr existiert. Den haben sie weggemacht. Da geht es dann direkt hier zu dem Kino. Das war toll und hat dann eben auch so letztendlich die Erfindung von Jimin überhaupt erst so mit ermöglicht. Diese kreative Atmosphäre irgendwo, die damals hier auch war. Mein Nachbar war Installationskünstler, der Carlo Crovato. Und als wir so die Idee hatten, wir machen das mit Fitnessgeräten, das könnte ja mal was ganz Verrücktes sein, da haben wir uns dann hingesetzt und haben direkt schon die ersten Komponenten bestellt und haben
angefangen, die zusammenzuschrauben. Und das hatten wir zunächst mal realisiert dadurch, dass wir die Übersetzung auf diese Schieberegler rein mechanisch gemacht haben. Und so haben wir damit schon geschafft, da drei Instrumente zu schaffen, mit denen man schon total gut Musik zusammenspielen konnte. Da war jedes Mal, wenn wir das geschafft haben, so ein paar Freunde eingeladen und haben das dann dadurch abgefeiert, dass wir einfach nur das Gerät hatten und jetzt konnte mal jeder die Musik damit spielen. Diese Erfindung haben wir Jimmin genannt, so wie so eine, da steckt so dieses Jammin drin, was man sich so vorstellt, so eine Musiksession, aber eben auch so das Jim steckt da drin. Dann kam auch gleich im Anschluss diese Ausstellung im Hygienemuseum in Dresden, wo wir dann schon 15.000 Leute zu Besuch hatten, die Jimmin gemacht haben. Das war einfach dann auch eine ganz tolle Erfahrung, wie das erste Mal dann wirklich so viele Menschen auch mit der Technologie interagiert haben. Daraus aber dann so ein Produkt zu machen, das war dann eine ziemlich lange Story. Ich hatte damals zuerst dann so eine Erfindungsmeldung bei der Max-Planck-Gesellschaft gestellt und hatte dann zwei Anwälte so von Max-Planck-Innovation aus München zu Besuch. Die waren dann in meiner Werkstatt und man sagt schon so, ah, ist ja witzig hier. Max-Planck-Innovation berät Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft bei der Anmeldung von Patenten. Außerdem unterstützen sie Gründer beim Aufbau von Unternehmen, die auf Forschungsergebnissen der Max-Planck-Gesellschaft basieren. Haben sich dann in ihren Anzügen mit Schlips, also auf diese Fitnessgeräte gesetzt und haben da sich ordentlich verausgabt und fanden es dann zum Glück auch richtig cool. Daraufhin konnte ich dann anfangen, das erste Patent zu schreiben. Und da haben wir mittlerweile durch die Max-Planck-Gesellschaft eben zwei Patentfamilien, die dann beispielsweise dieses Musizieren auf den Sportgeräten betrifft und aber auch jetzt tatsächlich so wirklich Details, wie in diesem Prozedere, in der Software dann die Musik gemischt wird, dass es besonders expressiv gespielt werden kann. So verschiedene Komponenten auf und am besten schon auf eine Art und Weise, wo man weiß, man kann die dann so in der Intensität aufbauen, variieren, so die verschiedenen Tracks. Und die kann ich dann auch später in so einer Jimming-Komposition beispielsweise nutzen. So. Dann nehme ich mir das später rüber in so ein besseres Schnittprogramm, wo ich dann nochmal andere Sachen dazu machen kann. Und von dort aus bringe ich es dann rein in die von uns entwickelte Software, wie man eben dann die Musik durch einfache sportliche Tätigkeiten rearrangieren kann. Und wenn wir jetzt hier anmachen, können wir eben auch so ein Musikstück spielen jetzt. Das da drüben nebendran im Studio aufgenommen wurde, ja? Beruflich leite ich die musikevozierte Hirnplastizität Forschungsgruppe innerhalb der Neurologie am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Und dort untersuchen wir, wie man Musik optimieren kann für einen Einsatz in der Rehabilitation, aber auch im Sport. Wir beobachten, dass wir so zwischen der Kontrollbedingung, wo man genau dasselbe macht, also dieselbe Fitnessbewegung, aber auch dieselbe Musik hört, aber die Musik dabei nicht kontrollieren kann, dass da hat man bei der Kontrolle der Musik eine viel stärkere Stimmungserhöhung, ähnlich wie bei einem Runner's High. Was damit einhergeht, ist, dass sich die wahrgenommene Kraftanstrengung nach nur 6 Minuten auf ungefähr die Hälfte verringert.
Also ein Rieseneffekt, dass einem das viel weniger anstrengend vorkommt. Und da sehen wir aber auch, dass dabei die Muskeln scheinbar effizienter werden. Man braucht für dieselbe Menge an verrichteter Arbeit weniger Sauerstoff, den man einatmet, weil wahrscheinlich der jeweilige Gegenmuskel bei der Muskelbewegung viel entspannter ist. Und was damit dann auch einhergeht, ist, dass man weniger Schmerz empfindet. Und da haben wir dann beispielsweise auch dann Studien gemacht mit chronischen Schmerzpatienten. Ich heiße Michael Schenk, Dr. Michael Schenk. Ich bin hier Chefarzt in der Abteilung für Schmerzmedizin, wo wir Patienten behandeln, die seit langer Zeit schwere, chronische, quälende Schmerzen haben. Ah, hallo, ich grüße Sie. Fritz ist mein Name. Wir machen heute das Experiment zusammen. Ich habe seit über 10 Jahren Rückenschmerzen. Die Beine tun mir weh. Ich bewege mich nach Möglichkeit in der letzten Zeit sehr wenig, weil ich dann diese Schmerzen habe. Früher habe ich mich mehr bewegt. Ein Stückchen zurück. Ja. Ein Stückchen zurück. So. Menschen, die chronische Schmerzen haben, hören irgendwann auf, sich zu bewegen. Es gibt den Ausdruck Angstvermeidungsverhalten. Das heißt, wenn ich Schmerzen habe und mich bewege, habe ich Angst, dass der Schmerz schlimmer wird und dass was kaputt geht. Und das führt dazu, dass die Menschen dekonditioniert werden. Die verlieren die Kondition, die verlieren die Koordination, die Flexibilität. Und wichtig ist, dass die wieder das trainieren. Jetzt können Sie loslegen. Ja? Hm? Das geht schon. Und jetzt hören Sie, dass sich die, das ist schon gut. Die Musik, die verändert sich jetzt. Sie sehen, bei jedem Strichchen kommt entweder ein Musikinstrument dazu oder geht was von der Musik weg. Ja. Gehen Sie doch, machen Sie noch mal ganz langsam. Ja. Sie merken, jetzt geht was von der Musik weg. Ja. Ne? Jetzt geben Sie mal ganz doll Vollgas. Genau, ja super. Und jetzt ist alles da, auch der Schlagzeugbeat. Ja. Und was Sie jetzt machen, ist, dass Sie die Musik einfach mal so dynamisch und schön wie möglich spielen. Das heißt, ruhig auch mal so ein bisschen gemütlich machen und wieder so ein bisschen Spannung in der Musik aufbauen, um dann wieder Vollgas zu geben, wenn es genau richtig passt in der Musik. Okay. Jawohl. An der Studie nehmen 40 Patienten mit chronischen Schmerzen teil. Sie trainieren 5 Minuten mit Jimin und nochmal 5 Minuten mit passivem Hören der gleichen Musik. Danach werden Schmerzempfinden und Stimmung abgefragt und ausgewertet. Klasse, Frau Vogt. Das war's. Wie war's gewesen? Sehr schön. Ja? Ja. Hat es Ihnen gefallen? War angenehm. Wie haben Sie es? Mit der Musik. Ja? War sehr schön. Ich glaube einfach, dass der Vorteil von Jimin ist, dass sie Freude empfinden. Und durch die Freude haben sie auch weniger Angst, weniger Stress, bewegen sich mehr. Dadurch können sie die Kondition trainieren. Es scheint sich abzuzeichnen, dass die Patienten am Ende ihrer Performance eine weitere Strecke zurückgelegt haben, als wenn die genau dieselbe Musik, also nur passiv hören, ohne die zu kontrollieren und die ganze Zeit strampeln. So ein Startup zu gründen und zu entwickeln, das ist schon ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Es ist eben was, das braucht sehr viel Hingabe. Und dieses Nicht-Aufgeben, das ist manchmal ganz schön hart. Es ist eben schwierig, auch so ein Startup Realität zu machen mit lauter Leuten, mir inklusive, die das erste Mal in ihrem Leben versuchen. Aber ich habe auch das Glück gehabt, dass irgendwie auch manchmal in den schlimmsten Momenten, wo man dachte, jetzt bricht alles auseinander, dass dann plötzlich Leute dazukommen, die helfen, wieder alles zusammenzufügen. Hallo, großer. Hey, schön zu sehen. Grüß dich. So, let's go. Yeah. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwer, über seine eigene Rolle in so einer Company zu sprechen. Da möchte ich mir gar nicht so stark selber auf die Schulter klopfen. Auf der anderen Seite fehlte der Firma tatsächlich ein Kopf, eine Managementpersönlichkeit, die Erfahrung im Aufbau mit Firmen hat und die weiß, wie man ein Produkt in den Markt bekommt. Ich glaube, dass Alf genau der Richtige ist, mit dem Team jetzt auch die Firma endlich mal richtig
groß genug zu machen, dass wir mal die Technologie unter die Menschen bringen können, ja. Wir sind jetzt hier auf diesem Wissenschaftsfestival. Ich finde, es ist total wichtig, dass jetzt insbesondere die Wissenschaft zeigt, was passiert so auch zum Wohle der Menschen. Ihr könnt es ausprobieren, genau. Ja. Ihr könnt euch erstmal eine Playlist aussuchen, was ihr gerne so hättet. Wir haben aber auch nur so ein gewisses Repertoire. Was für eine Playlist hättest du denn gerne? Guck mal, wir haben hier so ganz unterschiedliche. Filmmusik rund um die Welt. Traditionelle Lieder zum Mitsingen. Nee, jetzt grad nicht. Holiday. Wir sagen den Leuten auch, spiel mal die Musik so schön, wie es geht. So dynamisch und schön, wie du das kannst. Und dadurch, das hilft den Leuten unwahrscheinlich gut, ihre eigene körperliche Aktivität zu regulieren, sodass sie im Sport, sagt man, in so einem Zone-2-Training bleiben. Und noch ein bisschen, ja, yeah, das letzte Strichchen noch. Jawohl. Das war tatsächlich ganz schön anstrengend, wenn man so bis ganz nach oben geht. Aber es war ganz cool, die Musik so mitschwingen zu haben mit der eigenen Leistung. Es ist schon ganz spannend, dass man sich motiviert fühlt, also auch Musik anderer Intensivität herzustellen. Dass man aber auch so ein bisschen belohnt wird, dass man so ein Biofeedback hat. Das ist schon ganz cool. Und dass man aber auch neugierig ist, wie sich noch die Musik verändert, wenn man mehr Leistung hat. Und dass man also dann auch motiviert wird, noch mal ein bisschen auch dabei zu bleiben. Also da will man die ganze Zeit tanzen und dadurch sprattelt man automatisch. Super. Welche Erfindung würdest du dir im Sportbereich wünschen? Schreib's in die Kommentare. Das ist auch für mich und für uns, die wir daran arbeiten, immer total schön zu sehen, wie wichtig das den Leuten auch ist. Ja, wie sehr die das inspiriert. Und das trägt einen ja dann auch manchmal durch schwere Zeiten hindurch, wenn man weiß, ja, das ist auch wirklich wichtig, dass wir die Sache weiter voranentwickeln. Unsere Herausforderung jetzt ist, die ersten Gymin-Geräte wirklich an den Markt, in die Fitnessstudios und in die Reha-Studios zu bringen. Das sieht verdammt gut aus. Wir haben bei einem der größten Hersteller von Fitnessgeräten unsere Demo-Version vorgestellt. Und ich würde sagen, das war ein totaler Erfolg. Die haben den Eindruck, wir passen gut rein bei denen. Also das ist auch so, sag ich mal, so schwierig das manchmal ist in so einem Startup. So, ja, so süchtig ist man auch danach, ja, nach diesen kleinen Erfolgserlebnissen dann. Ich persönlich stand eigentlich nie vorm Aufgeben. Ich war eigentlich immer so der Meinung, egal was kommt, das ist jetzt so eine Lebensaufgabe, die habe ich auch irgendwo. Und das sind auch diese Erfahrungen letztendlich mit diesen Patienten, ja, wo man so merkt, für manche ist das wirklich für die der Faden, an dem sie sich zurück ins Leben hangeln. Und das bin ich denen irgendwie auch schuldig, dass ich das auch für die entwickle. Weil für mich ist das jetzt nicht entscheidend, kann ich damit jetzt irgendwie Geld verdienen oder nicht. Für mich ist das entscheidend, bringen wir das jetzt zu den Leuten und können damit was wirklich Wichtiges und Gutes bewirken. Ja? Hope is